Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Bundesregierung bahnt sich eine Entscheidung über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem ausgebrannten Lager im griechischen Moria an. Kanzlerin Merkel kündigte heute einen Beitrag an, über die bereits gegebene Zusage hinaus bis zu 150 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland zu holen. Zahlen nannte sie nicht. Union und SPD streben eine Einigung bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch an. Das Anstehen bei der Essensausgabe dauert. Geduld ist gefragt auf der Insel Lesbos. Eine Delegation aus dem Bundesinnenministerium fährt in diesen Tagen nach Griechenland. Sie soll klären, welche Schutzsuchenden besonders hilfebedürftig sind. Seehofer hatte angekündigt, nicht nur unbegleitete Minderjährige in der EU zu verteilen, sondern auch Familien. Der SPD reicht das nicht. Deutschland müsse Tausende aufnehmen, notfalls auch allein. Wir sind in einer Rolle, dass wir einen starken Anfang machen können und dann auch die Berechtigung haben, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, jetzt seid ihr an der Reihe. Bis Mittwoch wollen sich Union und SPD einigen. Auch Merkel befürwortet die Aufnahme weiterer Schutzsuchender. Sie spricht von einem substanziellen Beitrag, den Deutschland leisten könne. Deutschland fühlt hier auch eine Verantwortung und deshalb werden wir auch überlegen, aber da geht es auch um die Frage, welchen Personenkreis, wer ist besonders bedürftig, können wir noch zusätzlich aufnehmen. Merkel betont allerdings, es müsse ein Gesamtkonzept her. Dazu zählt sie auch den Bau einer neuen Aufnahmeeinrichtung auf der Insel Lesbos. Dieses Zentrum könne unter europäischer Verantwortung stehen, dann würden auch europäische Standards gelten. Aufnahmeeinrichtungen an der EU-Außengrenze. Das ist Teil des Asylplans von Innenminister Seehofer. Den hat er schon vor Monaten vorgestellt und wartet seither auf eine Antwort aus Brüssel. Die Kommission wollte ihren Migrationspakt eigentlich Ende des Monats vorstellen. Unter dem Druck der Ereignisse auf Lesbos will sie dies nun kommende Woche tun. Im Machtkampf in Belarus setzt der angeschlagene Präsident Lukaschenko auf die Hilfe Russlands. Einen Tag nach neuen Massenprotesten traf sich Lukaschenko heute in Sotschi mit dem russischen Präsidenten Putin. Dieser sagte dem Nachbarn einen neuen Milliardenkredit zu. Vereinbart wurde ferner, die enge Partnerschaft in Militär- und Wirtschaftsfragen fortzusetzen. Am Mittag landete der belarussische Präsident im russischen Sotschi. Es ist seine erste Auslandsreise seit der umstrittenen Wahl. Lukaschenko steckt in der schwersten Krise seiner 26-jährigen Amtszeit. Beim engsten Verbündeten Russland sucht er Hilfe. Dessen Präsident Putin ist wohl der Einzige, der Einfluss auf Lukaschenko hat. Belarus ist wirtschaftlich auf Moskau angewiesen. Putin sagt auch jetzt Unterstützung zu, einen Kredit von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig schickt er eine Nachricht Richtung Westen. Sie kennen unsere Position. Wir wollen, dass die Belarussen selbst entscheiden, wie es in ihrem Land weitergehen soll, ohne Einflüstern oder Druck von außen. Russland selbst hat sofort nach Beginn der Proteste Berater nach Belarus geschickt. Sie arbeiten etwa in den Redaktionen des dortigen Fernsehens. Lukaschenko dankte Putin. Sie haben sehr anständig gehandelt, sehr menschlich. Ich bedanke mich persönlich bei Ihnen und bei den vielen Russen, die daran beteiligt waren, uns in der schwierigen Zeit nach der Wahl zu unterstützen. In Minsk gingen auch gestern mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Aus dem Exil meldet sich heute die Oppositionskandidatin Tichanowskaja. Sie bedauere, dass Putin den Dialog, so wörtlich, mit dem Diktator führe und nicht mit dem belarussischen Volk. Zumindest vorläufig hat Lukaschenko Putins Unterstützung sicher. Aber Putin steht vor einem Dilemma. Hält er auf Dauer an Lukaschenko fest, läuft er Gefahr, die eigentlich russlandfreundlichen Belarussen gegen Moskau aufzubringen. Aber fallen lassen kann er Lukaschenko auf der anderen Seite auch nicht, denn das würde bedeuten, er hätte dem Druck der Straße nachgegeben. Und dieses Signal will Putin auf keinen Fall senden. Rund 3 Wochen nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat sich dessen Gesundheitszustand weiter stabilisiert. Der 44-Jährige müsse nicht mehr beatmet werden und könne das Krankenbett zeitweise verlassen, teilte die Berliner Charité mit. Zuvor hatten 2 weitere Speziallabore in Frankreich und Schweden bestätigt, dass ein Nervengift der Novichok-Gruppe Ursache für Nawalnys Vergiftung war. Der Fall belastet die deutsch-russischen Beziehungen. Ein für morgen geplanter Besuch des russischen Außenministers in Berlin wurde abgesagt.
Der CDU-Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wird wegen der Corona-Pandemie in deutlich kleinerem Zuschnitt stattfinden. Nur für einen Tag werden die Delegierten Anfang Dezember nach Stuttgart kommen. Es soll ein strenges Hygienekonzept gelten. Unter den Kandidaten für den Parteivorsitz ist auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Bei den Kommunalwahlen wurde seine CDU gestern als stärkste Kraft im Land bestätigt. Laut dem vorläufigen Ergebnis kommt sie auf 34,3% der Stimmen. Die SPD büßt stark ein und erreicht 24,3%. Mit deutlichen Zugewinnen landen die Grünen bei 20%. Auf die FDP entfallen 5,6%, auf die Linkspartei 3,8%. Die AfD verbessert sich auf 5%. Hat er jetzt die Nase vorn im parteiinternen Machtkampf? Zumindest kommt Armin Laschet mit Rückenwind aus Nordrhein-Westfalen. Trotz einiger Verluste bei der Kommunalwahl sieht sich der Ministerpräsident bestätigt. Das zeigt natürlich, dass der Kurs der Mitte, den wir in Nordrhein-Westfalen in den Städten und im Land immer gepflegt haben, dass der sich bewährt und dass man so auch Wahlen gewinnen kann. Wahlen übrigens auch in großen Städten. Ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Neben Laschet treten auch Friedrich Merz und Norbert Röttgen an. Wer Vorsitzender der CDU wird, soll ein Parteitag Anfang Dezember entscheiden. Die Bedingungen dafür hat die Parteispitze heute festgelegt. Wir werden strenge Einlasskontrollen durchgeführt. Es wird das Fieber gemessen. Wir haben für jeden Delegierten einen festen Sitzplatz in der Halle mit seiner Delegiertennummer, sodass man alles nachvollziehen kann. Auf Tuchfühlung mit der Kanzlerin. Solche Bilder wie hier 2018 in Hamburg wird es in Stuttgart nicht geben. Ein Armband mit Sensor meldet sonst Alarm. Corona-Abstand statt Händeschütteln. Für die Zukunft will man prüfen, ob Parteiwahlen auch digital stattfinden können. Dafür müsste man das Parteiengesetz ändern und alle Parteien mitziehen. Das ist nicht eine Frage von Corona. Das ist eine Frage von Modernisierung und wie wir in Zukunft auch politische Teilhabe und politische Willensbildungsprozesse organisieren. Über Inhalte wird dieses Mal nicht debattiert, auch nicht über die Frauenquote, wie ursprünglich von der scheidenden Parteichefin gewünscht. Das soll später nachgeholt werden. Erst das Personal, dann das Programm. Die CDU will, sie muss erst die Führungsfrage klären und das Machtvakuum beenden. Nur so hat der künftige Vorsitzende eine Chance, noch vor der Bundestagswahl den Kurs der Partei mitzubestimmen. Die EU gibt sich zuversichtlich, das geplante umfassende Investitionsschutzabkommen mit China bald zum Abschluss zu bringen. Es habe heute weitere Fortschritte gegeben, hieß es nach einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi. Daran hatten neben Bundeskanzlerin Merkel auch Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel teilgenommen. Das Abkommen, über das seit Jahren verhandelt wird, soll Unternehmen mehr Schutz bieten und einen besseren Marktzugang eröffnen. Dass Chinesen gern kopieren, ist in Europas Wirtschaft gefürchtet. Doch diese Leiber aus Parmesankäse sind für Nachahmung made in China von nun an tabu. Videogipfel der EU heute mit Staatspräsident Xi. Dass regionale Lebensmittelspezialitäten wie auch Moselwein oder Münchner Bier künftig respektiert werden sollen, ist ein Erfolg, wenn auch nur ein kleiner. In einigen Bereichen sind wir auf dem richtigen Weg. In anderen ist noch viel Arbeit nötig. Wir haben heute unsere Position sehr deutlich gemacht. Die EU fordert grundsätzlich mehr Zugang zum chinesischen Markt. Europäische Firmen sollen hier ähnliche Möglichkeiten bekommen wie chinesische Firmen in der EU. Zudem verlangt die EU von China mehr Klimaschutz und den Verzicht auf weitere Kohlekraftwerke. Besonders umstritten Chinas Vorgehen in Hongkong. Die EU pocht auf die Wahrung der Menschenrechte. Doch die Kanzlerin konnte hinterher nicht vermelden, dass Chinas Präsident davon beeindruckt war. Er selbst äußerte sich nicht. Der Menschenrechtsdialog wird fortgesetzt. Das hat er angeboten. Also insofern gibt es schon Berührungspunkte für ein weiteres gemeinsames Vorgehen. Das heißt aber noch nicht, dass es Übereinstimmung in diesen Fragen gibt. Die Möglichkeiten der EU, Peking unter Druck zu setzen, sind begrenzt. Doch Diplomaten hier in Brüssel beobachten, dass die EU zumindest zusammenrückt. Selbst osteuropäische Länder, die auf Investitionen aus China hofften, sind zunehmend desillusioniert vom aggressiven Auftreten Chinas. Langsam reift die Erkenntnis, wenn man in China etwas bewegen will, dann nur gemeinsam. Der britische Premierminister Johnson verliert mit seinem Plan, das Brexit-Abkommen mit der EU einseitig zu ändern, zunehmend an Rückhalt. Inzwischen haben sich auch 5 ehemalige Regierungschefs von Johnson distanziert.
Bei der ersten Parlamentsdebatte über das geplante sogenannte Binnenmarktgesetz verteidigte Johnson sein Vorhaben. Die EU drohe damit, Großbritannien zu zerteilen. Es dürfe keine Situation entstehen, in der die Grenzen des eigenen Landes von einer fremden Macht wie der EU diktiert würden. Johnsons Pläne würden mehrere Schlüsselregelungen im Brexit-Vertrag zu Nordirland aushebeln. Als der Ex-Generalstaatsanwalt Jeffrey Cox heute Morgen erklärte, er könne Johnsons Gesetzesentwurf aus rechtlichen Gründen nicht mittragen, war klar, dass der Entwurf nur mit großem Widerstand rechnen muss. Nach John Major und Tony Blair am Wochenende wandte sich anschließend heute auch Ex-Premier Cameron gegen Boris Johnson. Ein internationales Abkommen erst zu unterzeichnen und dann zu brechen, ist das allerletzte, was man überhaupt erwägen sollte. Im Parlament erging es Johnson nicht besser. Die Opposition griff ihn scharf an. Er zerstört den Ruf dieses Landes und er zerstört den Ruf seines Amtes. Wir verurteilen China dafür, dass sie sich nicht an den Hongkong-Vertrag halten. Wir sagen, man kann China nicht trauen. Was sagt er? Mir kann man auch nicht trauen. Zuvor hatte Johnson erklärt, sein Entwurf sei gerade der Versuch, doch noch einen Deal mit Brüssel zu erreichen. Indem wir dieses Gesetz verabschieden, wird es wahrscheinlicher, dass wir unseren großartigen Deal sogar schneller durchbekommen. Das Gegenteil dürfte der Fall sein, denn Brüssel hat Johnson dringend aufgefordert, seinen Gesetzesentwurf bis spätestens Ende September zurückzuziehen. Anderenfalls dürfte ein Deal mit der EU extrem schwierig werden. Gleichzeitig wächst der Widerstand aus seiner eigenen Partei. Ob Johnson diesen Gesetzesentwurf überhaupt hier in London durchbekommt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Rund 6 Monate nach dem ersten Lockdown wird Israel das öffentliche Leben erneut drastisch herunterfahren. Grund sind die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen. Derzeit liegen sie bei etwa 4.000 neuen Fällen pro Tag. In einer Fernsehansprache erklärte Premierminister Netanyahu, von Freitag an müssten Schulen, Restaurants und Einkaufszentren für 3 Wochen schließen. Außerdem gelten Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen sich dann nur noch in Ausnahmefällen weiter als 500 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Tennisprofi Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Bei den US Open in New York unterlag er in einem dramatischen Finale dem Österreicher Dominic Thiem in 5 Sätzen. Die Enttäuschung riesig bei Alexander Zverev, der nur 2 Punkte von seinem ersten Grand-Slam-Titel entfernt war. Zverev mit tollem Start ins Finale bestimmt die ersten beiden Durchgänge. Nach nur 1 Stunde und 19 Minuten steht es 6:2 und 6:4 für den Deutschen. Doch sein Gegner Dominic Thiem gibt nicht auf. Das Match wird zur Nervenschlacht. Im Tiebreak des 5. Satzes kann der Österreicher kaum mehr laufen und gewinnt dennoch ein denkwürdiges US Open-Finale gegen einen konsternierten Alexander Zverev, der anschließend mit den Tränen kämpft. Leider wurden meine Eltern vor dem Turnier positiv auf das Coronavirus getestet und konnten so nicht dabei sein. Sie fehlen mir. Während Alexander Zverev von seinen Emotionen überwältigt wird, feiert Dominic Thiem den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. An der Küste Grönlands ist vom größten Gletscher der Arktis ein riesiges Stück Eis abgebrochen. Wissenschaftler des Geologischen Forschungsinstitutes für Dänemark und Grönland veröffentlichten Satellitenbilder aus mehreren Jahren, die den ungewöhnlich großen Abbruch dokumentieren. Das Eisstück ist mit 113 Quadratkilometern größer als die Fläche von Paris. Die Forscher machen die Klimakrise für das immer schnellere Schmelzen des Grönlandeises verantwortlich. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. September. Zwischen dem Hoch über Osteuropa und dem Atlantiktief strömt weiter sehr warme bis heiße Luft zu uns. Heute Nacht ist es klar oder allenfalls gering bewölkt. In der Mitte und im Süden bildet sich regional Nebel. Der löst sich bis morgen Mittag auf. Dann scheint im ganzen Land die Sonne. Ab und zu tauchen ein paar Schleier oder Quellwolken auf, es bleibt aber überall trocken. Heute Nacht Abkühlung auf 17 bis 10 Grad, in höheren Lagen bleibt es oft milder. Morgen werden in Nordfriesland 26, an Niederrhein und Mosel 34 Grad erreicht.
Am Mittwoch neben wenigen Wolken viel Sonne, später im Westen und Südosten auch kräftige Schauer und Gewitter. Die gibt es am Donnerstag noch im Südosten, sonst wie am Freitag wieder überall, oft sonnig, aber kühler. Ingo Zamperoni meldet sich in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels mit diesen Tagesthemen. Frage der Moral, wie viele Flüchtlinge aus Moria will Deutschland aufnehmen? Und Waldbrände in Kalifornien, Trumps Reise ins Katastrophengebiet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.